hallo alle. Ich verbringe gerade meine Pause im japanischen Garten. Wie ihr seht, sehr hübsch hier. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern ich setze mich dann hier immer auf so eine Bank und weiß nicht so wirklich, was ich machen soll. Und dann lese ich irgendwelche Bücher, die ich kostenlos im Internet finde. Und damit meine ich also Bücher, die auch wirklich kostenlos sind, ja. Und da habe ich jetzt angefangen, also nachdem ich George Orwell komplett durch habe, logischerweise, habe ich gedacht, ja, was kann ich jetzt nach George Orwell noch lesen? Und da habe ich angefangen, Gustave Le Bon zu lesen. Und ich muss sagen, der ist noch besser als George Orwell. Also noch beängstigender. Also nicht er selber, sondern das, worüber er spricht. Ja. Und ich finde, er ist fast schon, eigentlich doch kann man sagen, ein Prophet. Ja. Weil er hat ganz genau und ganz ausführlich die Methoden beschrieben, die Hitler und Stalin benutzt haben, und das aber zu einer Zeit, als die einzige Scheiße, die Hitler und Stalin gemacht haben, noch in ihren Windeln waren. Ja, also wahrscheinlich die meisten kennen die Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, was natürlich nicht als Anleitung gedacht war, ja, also genauso wenig wie jetzt irgendwie 1984 von George Orwell als Anleitung gedacht war, auch wenn manche Diktatoren das wohl irgendwie nicht verstanden haben und gedacht haben, hey toll, super Anleitung, so mache ich das. So war das aber überhaupt nicht gemeint. Und in Wirklichkeit, weder George Orwell noch Gustave Le Bon haben in Wirklichkeit irgendwie Science Fiction oder sowas geschrieben. Ja, die haben ja nicht absichtlich jetzt irgendwie versucht, die Zukunft zu beschreiben oder so. Sondern sie haben eigentlich lediglich das beschrieben, was zu der Zeit schon da war, ja, die Methoden beschrieben, die zu der Zeit schon benutzt wurden, ja, die bloß noch nicht zu der Zeit noch nicht aufgezeigt wurden, ja, wie gesagt, jeder kennt die Psychologie der Massen, nicht jeder, oder zumindest haben die meisten schon davon gehört, ja. Die Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, das ist sein berühmtestes Buch. Aber er hat noch viele weitere Bücher geschrieben. Er hat auch Bücher über die menschliche Psychologie allgemein geschrieben. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, was aber leider kaum einer kennt, ja, weil jeder eben nur die anderen zwei Bücher von ihm kennt. Und das ist die Psychologie des Sozialismus. Ja, und das ist quasi so sozusagen sein letztes Buch, ja, oder sein letztes Buch halt zu dem Thema, und es basiert quasi auf seinen vorherigen Werken und vor allem natürlich auch auf seinem Werk Die Psychologie der Massen, und es beschreibt logischerweise die Psychologie des Sozialismus. Und aber eben, wie gesagt, zu einer Zeit, er hat das Buch vor weit über 100 Jahren geschrieben, er hat das Buch 1899 wurde das Buch veröffentlicht. Das heißt, zu einer Zeit, als es noch gar keine real existierenden sozialistischen Länder gab. Und da hat er aber schon die Probleme angesprochen, die diese real existierenden sozialistischen Länder später haben werden. Ja? Ich meine, das konnte er noch nicht wissen, aber er hatte recht. Ja? Und es ist wirklich faszinierend. Und es ist wirklich faszinierend, wie genau er das alles beschrieben hat und eben den Sozialismus analysiert hat. Ja? Und es ist natürlich, ich denke, das könnt ihr euch denken, genauso wie sein Buch Psychologie der Massen, da meint er ja damit nicht, so könnt ihr die Massen manipulieren. Ja, so ist es ja nicht gemeint. Es ist ja nicht als Anleitung gemeint, ja. Oder ja, und also das
das Buch Psychologie des Sozialismus geschrieben hat, hat er auch nicht gemeint, oh ja, hey, so könnt ihr als sozialistischer Diktator die Menschen ja, hinters Licht führen. Ja? Hat das ja nicht als Anleitung gemeint, auch wenn es wahrscheinlich von den sozialistischen Diktatoren so verstanden wurde, sondern er hat das ja als Warnung gemeint im Prinzip. Ja? Es hat nur leider irgendwie, außer den sozialistischen Diktatoren, die das dann genauso gemacht haben, hat es wohl sonst anscheinend keiner gelesen. Schade, ja, weil sonst wäre eine Menge Leid erspart geblieben. Ja, und viele glauben eben immer noch an diese Versprechen des Sozialismus und ja, das ist ja auch schön, ja, man hat so eine schöne, tolle, heile Welt, die einem da versprochen wird, so ein Paradies auf Erden, und das klingt fast schon wie bei einer Religion, ne? Und das ist nämlich auch, was Gustave Le Bon gesagt hat, ne, für ihn war das quasi eine Religion, ja, aber natürlich keine gute Religion, ja, ja, es ist sehr schwer, mit jemand über seinen Glauben zu sprechen oder gar jemand dazu zu bringen, seinen Glauben in Frage zu stellen. Und insofern ist es natürlich auch sehr schwer, mit einem Sozialisten zu sprechen, weil er einfach sehr begeistert von diesen Versprechungen ist, die ihm die Sozialisten machen. Das ist genau das, was Gustave Le Bon eben in seinem Buch analysiert, ja, nämlich diese Versprechungen und wie sie auf die Menschen wirken und wie die Menschen dadurch eigentlich dann völlig immun gegenüber jeglicher Kritik des Sozialismus werden, auch wenn diese Kritik, noch so berechtigt ist, und die Zeit hat ihm recht gegeben, ja, die Kritik, die Gustave Le Bon selber in seinem Buch angeführt hat, das ist alles wahr geworden, ja, genau diese Sache, wovor er gewarnt hat, das ist alles, was dann in diesen real existierenden sozialistischen Ländern tatsächlich passiert ist, ja, er hat diese ganzen negativen Sachen, die damals ja noch gar nicht so passiert sind, die hat er quasi alle mehr oder weniger vorausgesehen, ja? Also diese Verfolgungen, diese Unterdrückungen, die dann in diesen real existierenden sozialistischen Ländern passiert sind. Und ich meine, wenn ihr jemals in der DDR wart, ja, also als es die DDR noch gab, dann habt ihr gesehen, wie es da aussieht, ja? Also nicht so schön, ja? Ja, also es sah da 1989 noch genauso aus wie 5 Monate nach dem Krieg, ja? Also die haben, die haben vielleicht die Trümmer so ein bisschen weggeräumt, aber ansonsten eigentlich nichts, ja? Die haben nichts aufgebaut. Es sieht aus wie so ein Trümmerhaufen, ja, oder sah es eben, ja, so aus, wenn man früher in die DDR kam, und man ist jetzt nicht so auf den Hauptstraßen gelaufen, sondern so die Nebenstraßen entlang, sah aus wie so ein einziger Trümmerhaufen, ja, so als wenn, ja, gerade letzte Nacht die Bomben gefallen wären oder sowas, ja, dabei war es schon 50 Jahre her oder so, ne. Und das ist eben auch, was er beschrieben hat, ja, weil quasi ja die alte Gesellschaft vernichtet werden soll und dann soll eine neue aufgebaut werden, ja, nämlich der Sozialismus. Aber das, da gibt es so kleine Haken mit diesem Versprechen des Wiederaufbaus sozusagen, ja, weil es ist immer viel einfacher, Sachen kaputt zu machen, als Sachen hinterher dann wieder aufzubauen, ja. Es ist sogar relativ leicht und durchaus möglich, ja, die gesamte Gesellschaft kaputt zu machen, und das ist ja mehr oder weniger, ja, was der Sozialismus will. Er will die alte Gesellschaft und sämtliche alte Strukturen zerstören, um dann danach eine völlig neue Gesellschaft aufbauen zu können, nämlich der Sozialismus. Aber da gibt es so ein paar kleine Haken, nämlich, dass das überhaupt nicht so funktioniert, wie das versprochen wurde. Da möchte ich euch einfach, um das genauer zu erfahren, ja, möchte ich euch einfach raten, das Buch zu lesen, ja, Gustave Le Bon,
die Psychologie des Sozialismus. Ich glaube leider, dass es davon gar keine deutsche Übersetzung gibt. Ich habe zumindest leider keine deutsche Übersetzung gefunden. Sicherlich muss es irgendwann mal, ja, ich meine, das Buch ist ja schon so alt, muss es irgendwann mal eine deutsche Übersetzung gegeben haben. Aber ich konnte leider nur die französische, die französische Version natürlich und die englische Version finden. Und ich habe jetzt einfach die englische Version gelesen. Und ihr findet es überall im Internet, ja, ist ja auch schon, ist ja ganz frei und legal erhältlich, ja. Also wenn ihr George Orwell mochtet, kann ich euch das empfehlen. Falls George Orwell für euch nicht düster genug war, ja.